In Mega Raids ist aktuell Mega Schlagrohr und ich will hier zeigen, wie man es zu dritt besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Mega Schlagrohr ist ein Normal- und Kampf-Pokémon und dementsprechend ist er effektiv Psycho, Flug, Fee und Kampf. Hier setze ich als erstes mein Mewtwo ein, das ist ein Psycho-Pokémon mit Angriff Konfusion und der Ladeattacke Psychostoß. Ist natürlich sehr effektiv. Hier in diesem Duo-Raid ist aktuell die Wetterverstärkung bedeckt aktiv. Das heißt, Kampfangriffe sind wetterverstärkt und machen mehr Schaden. Deswegen leider dieser Mega-Schlappohr schlägt mit Wetterverstärkung zu und deswegen sind meine Pokémon ziemlich schnell weg. Jetzt ist Lucario da, das ist ein Kampf- und Stahl-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Autosphäre. Wie schon gesagt, sehr schnell weg. Als nächstes Gramschef, Unlicht- und Flug-Pokémon mit Angriff Piekser und der Ladeattacke Himmelsfeger. Leider auch schon weg. Hat einen Vorteil, dafür kann ich jetzt mehr Pokémon zeigen, die sehr effektiv sind gegen Mega-Schlappohr. Wie zum Beispiel Keldeum, das ist ein Wasser- und Kampf-Pokémon mit Angriff Fußkick und der Ladeattacke Sanktuklinge. Natürlich sind von meinen Kampf-Pokémon, die ich hier einsetze, auch die Wetterverstärkung aktiv. Das heißt, die machen auch 20% mehr Schaden. Aber trotzdem sind sie verhältnismäßig schnell weg. Gelben Bereich ist schon mega Schlappohr. Das heißt, weniger als 50% des Lebens übrig. Sieht sehr gut aus. Psyana ist schon ein Stückchen da. Das ist ein Psycho-Pokémon mit Angriff Konfusion und der Ladetage Psychokinese. Auch so ein Psyana, weiterentwickelt aus Evoli. Ist hier sehr effektiv und kann man gut einsetzen. Hier kommt als nächstes noch ein Kampf-Pokémon. Das ist Meistergriff mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Das ist das letzte in meinem ersten Team. Ich habe natürlich noch ein zweites Team vorbereitet, weil, wie schon gesagt, er haut ziemlich gut meine ganzen Teams zusammen. Aber es macht nichts. Jetzt kommt das nächste, nämlich Machomai. Das ist ein Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Und als nächstes Lavaros, ein Feuer- und Flug-Pokémon mit Angriff Flügelschlag und der Ladeattacke Himmelsfeger. Ich nutze absichtlich keine Krypto-Pokémon, obwohl die besser wären, weil ich will auch zeigen, wie es mit Anführungszeichen normalen Pokémon gut zu kämpfen ist hier. Die machen nämlich auch genügend Schaden, um im Duo-Raid hier zu bestehen. Als nächstes Kapilz, das ist ein Pflanzen- und Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Ich habe jetzt auch keine Mega-Entwicklungen eingesetzt, könnte man natürlich auch. Später zeige ich noch, welche anderen Pokémon man hier einsetzen könnte und auch welche Mega-Entwicklungen hier sinnvoll wären. Hier kommt noch Latios, das ist ein Drache- und Psycho-Pokémon mit Angriff Zen-Kopfstoß und der Ladeattacke Psychokinese. Wie man jetzt sieht, Mega Schlappohr hat fast kein Leben mehr, der Lebensbalken ist so gering, also es könnte das letzte Pokémon sein, beziehungsweise es ist auch das letzte Pokémon, das ich hier einsetze. Er verwandelt sich jetzt dann auch zurück zu Schlappohr. Jetzt noch ein kurzer Blick auf die Belohnungen und dann natürlich das Wichtigste, mit sehr viel Glück kann dieses Schlappohr auch Shiny sein. Das hofft man natürlich, wäre nicht schlecht, beziehungsweise man hofft natürlich auch auf eine sehr gute Bewertung. Weil man will ja dann selber später ein Mega-Schlappohr haben und dafür ist es natürlich sehr sinnvoll, ein sehr gutes Schlappohr zu haben, das man Mega entwickelt. Aber als erstes jetzt mal versuchen, den zu fangen. Schlecht geworfen. Naja, nicht so gut konzentriert, aber egal. Er ist drin geblieben. Super. Dann kann man auch mal gleich auf die Bewertung schauen. Wie gut oder schlecht ist er denn? Also, dann schauen wir mal, die Bewertung ist 3 Sterne, aber eigentlich nicht so gut. Naja, jetzt möchte ich euch noch ein paar Pokémon zeigen, mit denen ihr Mega-Schlappohr leichter besiegen könnt. Als Mega-Entwicklung würde sich Mega-Latios anbieten mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese. Oder Mega-Lokok mit Konter und Sturzflug. Beziehungsweise Mega Simsala mit Konfusion und Psychokinese. Ansonsten setzt man Pokémon ein wie Mewtwo mit Konfusion und Psychostoß, Keldeo mit Fußkick und Sanktuklinge, Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese,
Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese, Meistergriff mit Konter und Wuchtschlag, Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger, Psiana mit Konfusion und Psychokinese, Mahomai mit Konter und Wuchtschlag, wenn man die Krypto-Version hat, soll man besser Krypto-Pokémon einsetzen, Lucario mit Konter und Aurasphäre, Gardevoir mit Konfusion und Psychokinese, Terrakio mit Doppelkick und Sanctoklinge und Hooper mit Konfusion und Psychokinese. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.